Jo Leute und willkommen zum ersten Eindruck der JBB 2018 Qualifikation von Abeck. Abeck ist ja scheinbar ein Kollege von Laska und ich hab's diesmal ein bisschen verpennt. Das Ganze ist jetzt schon 30, 40 Minuten draußen und jo, schauen wir einfach mal, was uns denn hier so erwartet. Ich bin gespannt. Ich kenne jetzt noch nichts von ihm, also ich habe ihn mal in einem Interview bei Hybrid Blub gesehen, aber ansonsten kenne ich ihn nicht. Ich statuiere. Sehr merkwürdiger Beat. Auf jeden Fall der Anfang. Ein Exempel pack aus, gib mir die Melo und die Kicker. 2K17 ist JBB. Ich zieh Lomara eine Schelle und sie kocht Kaffee. Und das sorgt dafür, dass der Pferdefurt die Worte fehlen. Ja, Julian will wieder YouTube-Geld auf seinem Konto sehen. Ich hab ne Line auf provokant gesucht. Der sah ein bisschen aus wie Pinchmit, aber das war der nicht, oder? Ist das Pinchmit? Nein, oder? Ich glaube, das sieht nur so aus. Ich hab ne Line auf provokant gesucht. Doch der Satz bis Geburt wie 80 ist schon Punch genug. AHMED wär gerne Rapper, doch davor zu fehlen die Klicks. Ich steig in die Manege mit nem JBB-Gesicht, check. Wenn du. Ja, ich finde seine Stimme eigentlich ganz angenehm soweit. Der Flow ist gut und ja, passt eigentlich. Wenn ich Kackhaus mit verlieren, Digga, dann lass es. Video ist eigentlich auch ganz cool. Ganz schön 80 Krieg vor Anzeigen an LRS. Die flache Hand bei deiner Mauer unter der Bluse ist zwar grad nur flaches Land, doch sie ist für die Praktiken in ihrer City-Stadt bekannt. Kohle plus der Track ist krass und ballert die Szene, ey, diese 80 Krieg. Noch immer von seinem Vater paar Schläge. Doch das war mir klar, denn Cook, er hat von Gartner die Gene. Laskas Poster hängt bei Casa an der Fasertapete, bitch. Sitz mal, was sagt dir diese Missgeburten? Da mein Julius Block gehört von Roschen von dir. Ich bin nicht Gillette, hab die, aber diese Fotzen werden voll mit Trocken rasiert. Julian, ich hab dich im Jaguar gesehen. Und da kam mir der Gedanke, dich zu quälen. Juri wird wieder vor Mannschaften erzählen. Und Johnny macht es sich auf Sandy schon bequem. Eigentlich war das eine ziemlich gute Hook. War ein schöner Gesang, war angenehm und coole Tonlagen. Also, das ist eine gute Hook. Sie fragen Abeck, Mann, was leitet dich bei Julians Bock zu battlen? Kinder zerficken wie Giovanni beim Goofy-Fotzen-Bang. Kein Problem, denn so ein Rolex mit einer hässlichen Fresse. Wie von Gay Butters durchgenagelt auf der Gäste-Toilette. Zu dem Berg, ich shoote Movies und ich rappe für so fern. Gay Butters Lines gehen immer, Leute, merkt euch das. Alle werden ein Tracking wie eine Arschgeburt aus Teflon Dons Rosette. 2K15 Rolex will die halbe Rap-Nation am Mike killen. Wenn Rolex seiner Mama ein Deep-Trot gibt, steht die Zeit still. Sensor ist wie Er gibt ganz gute. Er hat hier mit Sensor gerade angefangen, gehen wir mal ein bisschen zurück. Er gibt einen ganz guten Rundumschlag, ne? Also er gibt allen so ein bisschen was mit. Die Zeit still, Sensor ist wie das Dawn und schopft sich Ort in die Lunte. Denn der Penner ist am Schwitzen nach einer JBB-Runde. Guck in den Spiegel, wenn du Fronts an deine Gegner verteilst. Mach es wie Moneyballen, sieh es mal ein. Du bist am Ballen wie ein Hurensohn. Ja, alle machen jetzt auf Autotune G's wie damals Exhibit bei Pimp My Ride. Mit deiner Line geht auch ein Punch in die Fresse. Johnny braucht auch eine Krone, kriegt einen Punch in die Fresse. Und was denkt dieser Johnny Dixon sich? Ach, dieser Homo, jeden Tag hat Johnny Dixon sich. Sitz mal, was sagt dir diese Missgeburten? Dabei Julius Block gehört von Roschen von dir. Ich bin nicht Gillette, hab die, aber diese Fotzen werden voll mit Trocken rasiert. Julian, ich hab dich im Jaguar gesehen. Das Video ist jetzt zwar von der Qualität und vom Schnitt jetzt nicht ultra krass oder so, aber ich finde die Locations eigentlich ganz cool. Also einige auf jeden Fall. Die Idee hier ist auch ganz cool. Hier im Hintergrund sind es so alte JBB-Gegner, wie zum Beispiel Gio. Dazu noch das flackernde Licht und diese Absperrstreifen, das sieht schon ganz nett aus. Und hier auch das Hochhaus, das sieht cool aus. Jo, das war also die Qualifikation von Abeck. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Er hat jedem mal so einen Punch mitgegeben, hat für guten Hörgenuss gesorgt, also eine schön gesungene Hook, generell eine angenehme Stimme und ein angenehmer Flow. Das war eigentlich gut. Das kriegt ein Like. Einziges Problem haben wir auch wieder hier, ist ein bisschen uninteressant, also bis jetzt keine richtig interessanten Sachen und nichts, was ihn ausmacht, aber an sich ist er auf jeden Fall ganz gut dabei. Was haltet ihr von der Qualifikation von Abeck? Lasst es mich gerne mal wissen, ansonsten könnt ihr ja gerne noch eine Bewertung da lassen, wenn ihr Bock habt, und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!